Schon deutlich weiter sind die Baumaßnahmen am Hoyerswerda-Lessing-Gymnasium. In die Sanierungsmaßnahmen an der Schule sind jetzt auch offiziell der Abriss und Neubau der Turnhalle eingeordnet worden. Laut Stadtratsbeschluss kann statt der Modernisierung der Einfeldhalle nun eine Zweifeldhalle errichtet werden. Die Kosten steigen damit von 1,2 Millionen auf gut 2 Millionen Euro. Der Freistaat hatte bereits im Dezember den Fördermittelbescheid entsprechend angepasst. Die ebenfalls höheren Eigenmittel der Stadt sollen unter anderem aus Einsparungen aus den vorherigen Bauabschnitten sowie der Grundschule an der Elster aufgebracht werden.